Hi zusammen, ich bin Saida und welcome back zu meinem neuen Video. Ich weiss, dass ich noch nie eigentlich ein Video gemacht habe, wo ich auf Schweizerdeutsch rede. Und ich wollte ein paar von meinen Kollegen und Kolleginnen Schweizerdeutsch beibringen, die aus Malaysia sind natürlich. Und ich werde es ganz schön und kurz machen, sodass ihr das jetzt auch verstehen könnt. Und wieso zoomt das jetzt nicht rein? Okay, super. Also, wie ihr wisst, ich werde mich kurz vorstellen, sodass ihr wisst, von wo ich komme und so solche Sachen. Ich heiße Saida, ich bin 22 Jahre alt, ich habe 4 Geschwister, 2 Brüder und 1 Schwester. Ich bin von Malaysia, aber ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Und ich hoffe, euch wird das gefallen. Wie gesagt, Schweizerdeutsch und Hochdeutsch ist etwas ganz anderes. Also ich rede natürlich 2 Sprachen, weil in der Schule muss man eben Hochdeutsch können und sonst mit meinen Kollegen reden wir eben einfach Schweizerdeutsch. Und Schweizerdeutsch ist eben die Nationalsprache aus der Schweiz natürlich. Schweizerdeutsch kann man eben nicht googlen, das kann man eben auch nicht lernen. Und ich dachte, ich wollte euch eben das ein bisschen beibringen, weil es ist eine ganz spezielle Sprache. Danke vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt. Ich werde euch dann noch ein paar andere Sätze und Wörter beibringen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr bitte liken, subscriben und vergesst nicht, wir sind jetzt bald mit 700! Yay! 700 Subscribers und ich bin so happy. Also, tschüss, danke vielmals. Bye, semua. Terima kasih.